So, das Looping Louie ist nun fertig. Wir haben hier ein wunderbares Menü, in dem wir verschiedene Modis einstellen können. Zum Beispiel den Turbo-Modus. Da stellen wir jetzt einmal mit Ladezeit ein. Das bedeutet, sobald der Louie losläuft, haben wir hier Turbo-Buttons, die sich nach derzeit 5 Sekunden wieder aufladen. Jeder Turbo, der gedrückt wird, leuchtet rot inzwischen, dass der Rest des Spielfelds sozusagen weiß, wer den letzten Turbo ausgelöst hat. Als Modus gibt es noch zusätzlich den Turbo-Modus, wenn alle verbraucht sind. Das schaut dann so aus, sobald alle verbraucht sind. Der letzte sitzt da rechts. Dann laden sich die anderen wieder auf. Genau. Derzeit laufen wir im Normalspeed. Hier noch Turboladezeit kann man sich einstellen. Dann haben wir eine Turbodauer in Millisekunden. Und den Random-Mode. So, derzeit haben wir den aus. Das heißt, wir haben die normale Geschwindigkeit. Die ist eines weiter unten. Die kann man hier verändern. Kann man sich die Geschwindigkeitsstufe einstellen. Im normalen Spielmodus. So, und dann gibt es noch einen Random Mode mit Stops. Schaut dann so aus. Dann fahrt er verschiedene Geschwindigkeiten. Ja, und zusätzlich halt die Turbo, ne? Das wär's. Und das Information, von wem das ganze Spiel ist.